Willkommen bei Auf der Durchreise mit Bravo und Shayan. Heute die Audio-Quali ist besser als beim letzten Mal. Natürlich, weil das mein Handy ist. Die Mikrofone sind ass. Wir sind heute hier an der Ackerstraße. Das ist nicht die Ackerstraße. Mitten an der Autobahn und hören viele Autos. Und es ist der herrliche Tag. Paul, wie viel Uhr ist es? 15.33 Uhr, mein Freund. Es ist 32, aber knapp daneben ist auch. Ja, aber es ist, pass auf, 32 und ein paar Sekunden safe. Kann man das irgendwie sehen? Nein, kann man nicht sehen. Okay. Ja, guck. Für die Audio-Listener, Paul hat auf meinem Handy rumgetatscht. Es ist 15.33 Uhr. Wie war der Tag? Mittelmäßig. Warum? Ich habe eigentlich nur im Bett gelegen und Sachen für meinen Umzug zusammengepackt. Das ist ja mal was, ne? Okay. Das hat absolut nichts mit dem Podcast zu tun. Für die Audio-Listener, es laufen viele Menschen vorbei und deswegen ist es cringe, mit dem Handy zu reden. An der Autobahn. An alle, die gerade zuschauen, Jungs, Mädels, alles dazwischen. Lasst gerne einen Kommentar dazwischen. Wie die Audioqualität ist im Vergleich zum letzten Mal. Ich versuche so gut wie ich kann, die Autos rauszuschneiden, aber wie immer kein nichts versprechen, ne? Er ist zu voll, um sich wirklich Mühe. Versuch mal in die Richtung von dem Handy zu sprechen, auch wenn du redest. Er ist zu voll, um sich Mühe mit dem Schnitt zu geben. Nein. Ich saß letztens 3 Stunden an der Audiodatei und konnte sie nicht retten, weil sie so scheiße war. Und wie ist die, dass du geschnitten an der letzten Episode? Genau, null. Ah, ist ja crazy, dass du dann den Mund aufmachst, ne? Ja, ich bin nur der Co-Moderator. Ohne mich kannst du die Show gar nicht schmeißen. Glaubst du nicht, ich könnte 3 Stunden mit mir selber reden? Ich glaube nicht, dass hier irgendwer zuhören würde. Das hört uns jetzt schon noch niemand zu. Paavo. Ja. Du hast deine eigene Wohnung? Ja. Wie fühlst du dich damit? Eigentlich ganz gut. Nur merke ich, dass das ganz schön ins Geld gehen wird. Also, weiß nicht mehr, wie oft ich auf Reise gehen kann, auf Fernreise. Ich muss dann bald das Deutschland-Ticket richtig ausnutzen, dann fahre ich halt nach Berlin nicht mehr mit dem ICE, sondern die 12 Stunden im Regio. Hört sich ja nach einer gottlosen Experience an. Ja, aber dafür kostet es kein Geld, kein extra Geld. Nicht schlecht, ne? Dafür auf ein Hoch aufs Deutschland-Ticket. Scheiße, ich muss meinen Semesterbeitrag noch zahlen. Ich auch. Eine neue Wohnung bedeutet viel neue Verantwortung, aber auch viel coole neue Freiheit. Weg das gegeneinander ab. Zum Beispiel? Zum Beispiel relativ laut sein. Ja? Mein Haus hat sehr, sehr dünne Wände. Ich kann nicht oder laut sein. Relativ machen, was du willst, wann immer du willst. Kann ich auch jetzt schon. Oder warum ziehst du aus? Das ist eine gute Frage. Frage ich mich gerade selber, aber jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ja, der Sprung ins kalte Wasser war ein bisschen zu früh. Ja, nee. Natürlich irgendwo um einen Reifeprozess. So. Ach so, ja, okay. Und erwachsen werden. Ist das wichtig für dich? Zu einem Punkt, ja, erwachsen ist das falsche Wort, aber ein bisschen selbstständiger werden ist mir wichtig. Mhm. Und so Sachen wie kochen, putzen, ein bisschen Struktur selber ins Leben zu bringen, in sein eigenes Leben zu bringen, was ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe. Das sind so Sachen, die ich, glaube ich, lernen muss. Und da wird mir das helfen. Außerdem hast du natürlich recht, das macht schon Spaß. Ich kann die komplett einrichten, wie ich will. Mhm. Ich kann auch um 12 Uhr nachts, wenn ich nicht zu laut schreie, noch laut zocken und so. Also, es wird schon ganz geil. Das ist ja super fresh, ne? Super fresh. Und es regt sich niemand auf, wenn es unordentlich ist. Ich kann das einfach selber machen. Genau, für die Audio-Listener. Es gibt nur Audio-Listener, diese Folge. Nein! Ja, egal, dann für die Listener. Paavo und ich waren zusammen mit unseren Freunden dieses Wochenende bei Paavo. Und haben uns mal ein bisschen die Wohnung angeschaut. Wir haben ein Alt oder zwei weggehauen und haben ein bisschen Musik gehört, ein bisschen geguckt, wie die Lage ist. Und ich muss sagen, als Außenstehender, die Wohnung ist fresh as fuck, ja. Muss ich auf jeden Fall gehen. Nein, heute kommt mein Kühlschrank. Ich sollte vielleicht mal fragen, ob ich da sein soll. Einen Moment. Ja, du lässt ein paar, wo checkt vehement sein Handy. Leider wurde mein Angebot für eine Khaki Cargo-Hose auf Vinted abgelehnt. Die war auf 35 Euro eingesetzt. Ich wollte 30 Euro dafür zahlen und der Anbieter hat mich leider niedergeschmettert. Waren es 35 Verhandlungsbasis oder hast du einfach einen 35 Festpreis unterboten?
muss ich nochmal nachgucken. Ja. Da stand Angebot machen, bei Vinted kann man ja das nicht immer. Ja, das stimmt. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht mache ich das Angebot und dann... mein Organ ist leider nicht so groß. Warum sitzt man sie Papa? Ja, das ist eine gute Frage, es war nicht meine Idee. Nee, es war, die Umstände haben es verlangt. Pavo wollte nämlich die Woche den Podcast ausfallen lassen. Das und was passiert? So nicht. Ah, aber dein Vorschlag, als wir wurden in der Bahn saßen, war doch, lass doch heute eine, lass uns diese Woche eine Krankheitsnachricht schreiben. Genau. Also du wolltest lügen. Und du wolltest lügen, indem du sagst, wir sitzen A an der Autobahn und B war die ursprüngliche Idee, wir machen es im Discord. Richtig. Und legen dann Zuggeräusche runter ja und damit wäre ich noch klar gekommen, weil das wäre ja obvious gewesen und das wäre dann lustig irgendwie. Ja, aber das hätte nicht im Herzen unseres Podcasts wirklich die Gefühle, die wir vermitteln wollen, vermittelt. Das hier ganz sicher auch nicht. Natürlich doch, weil wir sind in der Natur, weißt du, du hörst die Autos, du hörst die Bahn, das wäre fast schon... Ich bin eine Million Meilen drin sitzen. Das hier ist praktisch mein zweites Zuhause. Ja, für mich auch. Ja, aber das sind wir ja nicht auf der Durchreise. Wir sind auf der Durchreise von draußen nach zu Hause, oder nicht? Ja, okay. Für die Audio-Listener, ich hab Pavo. Ja. Aber das hören die doch auch. Wir sitzen auf der Parkbank, wir müssen die Story erzählen. Ja? Es ist ja ein guter Grund, warum wir auf der Parkbank sitzen heute. Der Grund, warum wir auf der Parkbank sitzen heute, ist, weil Pavo und ich ein Missverständnis hatten. Ja? Oh ja. Ein textuelles Missverständnis. Und darf ich erklären? Ja, meinetwegen. Also, ich kam gestern um 22 Uhr vom Spiel. Volleyballspiel und war den ganzen Tag unterwegs und hab dann so, naja, nicht auf Joke, es war schon ganz ernst gemeint, geschrieben, ey Cheyenne, ich habe heute keinen Bock, ich will lieber pennen gehen. Und was ich erwartet habe, ist einfach, dass er versucht, mich zu überreden. Aber Cheyenne hat die blauen Häkchen auf WhatsApp aus und so, weil ich cringe bin, habe ich einfach nicht gesehen, dass er das gesehen hat und ich habe auch keinerlei Antwort bekommen, habe seine Discord-Message übersehen. Und dann ist Cheyenne pennen gegangen und ich habe bis irgendwie 12:30 auf eine Antwort gewartet und bin dann auch pennen gegangen, weil dann war es mir zu doof. Und jetzt von meiner Perspektive aus, Pavo, um wie viel Uhr war dein Spiel? Das Spiel, wir haben das erste Spiel angefangen zu pfeifen um 13.30 Uhr, das ging dann 2,5 bis 3 Stunden, dann war 16.30 Uhr, als unser Spiel angefangen hat, glaube ich. Das ging dann nochmal 2 Stunden, dann war 18.30 Uhr, dann war ich in der Dusche. Und dann war ich noch mit den anderen was trinken und dann war ich auf dem Weg nach Hause. Um wie viel Uhr? Auf dem Weg nach Hause? Ja. Also wir waren ja in Neuss, ein bisschen weiter südlich von Düsseldorf. Das heißt, wir waren so eine ich wurde auf dem halben Weg abgesetzt in die Bahn. Ich muss so eine Dreiviertelstunde unterwegs gewesen sein. Okay. Um wie viel Uhr warst du zu Hause dann? 21.45 Uhr wahrscheinlich. Dann habe ich gegessen. Nein, Quatsch. Ich war früher zu Hause, viel früher. Ja. Ich war um 21 Uhr, vielleicht sogar 8:45 zu Hause. Hab dann was gegessen. Und zwar eine riesige, riesige Portion Nudeln mit Zwiebeln. In Zwiebelsauce, die hatte meine Mutter noch gemacht und das war so mäßig eins der letzten Essen jetzt, die ich zu Hause gegessen habe. Also habe ich richtig reingehauen, habe das Dreifache von meiner normalen Portion gegessen und dann, dann bin ich eingepennt bis 22 Uhr und dann habe ich dir irgendwie geschrieben. Genau und jetzt fangen wir nochmal von ganz vorne an. Pavo hat nicht weit genug ausgeholt. Tatsächlich war das so, dass Pavo und ich gestern von Sonntag auf Montag, heute ist Montag, vorhatten, nach Bielefeld zu fahren, weil das ein Vorschlag von einem sehr guten Zuschauer von uns war, der sehr loyal und da wollten wir natürlich auch die Vorschläge hören. Und wir wollten nach Bielefeld fahren. Hätte so oder so nicht geklappt, aber wir haben nicht auf die Bahnzeiten geschaut und dann habe ich gegen 19 Uhr auf die Bahnzeiten geschaut und habe gemerkt, ach so, zu den Zeiten, zu denen wir aufnehmen wollen, ja, fahren die Bahnen nach Bielefeld nicht, sondern erst wieder ab 2 Uhr morgens. Das wäre zu spät für uns gewesen. Und dann habe ich Pavo um 19 Uhr angerufen. Ich habe Pavo über den Tag angerufen, also ab 12 Uhr und dann 14 Uhr, keine Antwort und um 19 Uhr hat er mich dann zurückgerufen. Pavo meinte zu mir am Telefon, meinte, hey, was geht, du hast mich angerufen. Und da habe ich natürlich gesagt, hey Pavo, ich habe die Bahnverbindung geguckt, es fährt keine Bahn nach Bielefeld, was machen wir? Und dann hast du gesagt, okay, dann fahren wir zu meinen Großeltern nach Kassel beim Baden. Okay, Kassel-Wilhelmshöhe. Genau, und ich habe gesagt, okay, weißt du, welche Bahn dahin fährt? Und dann hast du gesagt, nein, guck du. Und dann habe ich gesagt, nein, du guckst, weil das ist ja deine Idee.
Und hast du gesagt, okay, ich guck, wenn ich zu Hause bin. Übrigens. Okay, passt. Ich hab auch geguckt. Okay, ja, passt. Du hast gesagt, ich guck, wenn ich zu Hause bin. Ich hab gesagt, okay, leg auf. Und dann vergehen die Stunden. Und dann vergehen Stunden und ich krieg keine Antwort. Und dann ist es 22.30 Uhr, kurz vor 23 Uhr. Und ich krieg eine, ich weiß nicht, ob es eine Discord- oder WhatsApp-Nachricht war. WhatsApp. Es war eine WhatsApp-Nachricht, wo Pavo schreibt, bin todmüde. Nein. Du hast zuerst geschrieben, bin aufgewacht. So, das hat mich zuerst getriggert. Ah, genau. Das hat mich getriggert, weil der Gedanke war, okay, du kommst nach Hause, du schreibst kurze SMS, hey, ich bin zu Hause. Hm. Oder du guckst davor noch und schreibst, hey, bla, oder whatever. Aber du schlafen, eingeschlafen. Dann bist du aufgewacht und das erste, was du schreibst, ist, bin aufgewacht. Um 23 Uhr, hat mich getriggert. Und dann... War das 23 Uhr? War 23 Uhr. War 22 Uhr. War irgendwas. Nicht 22 Uhr. War 22 Uhr und irgendwas. Ist auch kein Unterschied. Whatever. Auf jeden Fall schreibst du das, triggert mich. Und dann schreibst du, gar keinen Bock, triggert mich doppelt. Und dann schreibst du, will wieder pennen. Triggert dich. Und dann denke ich mir, holy fuck. Also erstens, er hat nicht nachgeschaut. Zweitens, hatte ich tatsächlich getan. Er hat nicht geschrieben. Er ist nach Hause gekommen, ist schlafen gegangen, dann aufgestanden, aus Zufall so früh aufgestanden. Dann hast du mir erst geschrieben, dass du Nein, zu Hause bist. Das war kein Zufall. Ich hatte einen Wecker. Okay, nicht echt. Und dann machst du auf und dann schreibst du mir, bin aufgewacht. Und das Erste, was du mir dann schreibst, ist nicht, okay, das ist die Bahnverbindung, wir müssen dann und dann da sein. Und du schreibst mir, gar keinen Bock, will wieder pennen gehen. Ich mache Nachrichten, Notifications aus, bin triggert, ich gehe mich schlafen legen. Weil ich war eh behindert müde und Pavo war den ganzen Tag gefühlt nicht erreichbar. Und ich dachte mir, okay, scheiß drauf. Wenn er so macht, stopp. Dann scheiß drauf, ich dann schlafen. Dann war das aber kein Missverständnis. Dann hast du einfach forcefully, das war kein Missverständnis. Du hast es einfach gesagt, ich ignoriere das Problem und gehe erst pennen, weil ich zu müde bin. Ja, okay, aber das Problem ist was ja, heißt nicht, ich hätte dich totbeleidigt einfach nur. Das wäre ja nicht konstruktiv gewesen. Wäre ein lustiger Podcast geworden. Nur sehr viel das Bieten nicht drin. Ja, so wie der Erste. Der Erste wurde nicht gebiet, der wurde gecuttet. Ja, gut, besser so. Das wäre super Content gewesen. Das wäre gottloser Content gewesen. Das wäre super. Weil Nein. Dann hätten die Leute mitdiskutieren können. Ja, ne? Das also ich muss mich entschuldigen dafür, dass ich so viel... Ich meine, ich habe das Missverständnis bei basically provoziert. Das du hast geschrieben, ich hab gar keinen Bock, will wieder pennen. Und in meiner Erfahrung, wenn Leute schreiben, gar keinen Bock, geh wieder pennen und will wieder pennen, das ist die Intention, war will okay. wieder pennen, dann ist das so meistens, um abzusagen. Ja, schreiben genau. Leute gar keinen Bock. Aber sondern nicht so, oh, und Pavo hat mir gerade erklärt, dass er das geschrieben hat, damit ich ihn überzeuge, weil er dachte, ich überzeuge ihn dann also, doch mitzukommen. Kannst du dich erinnern an den Banter, den wir vor der ersten Episode hatten, ja. wo wir uns basically ja. gegenseitig oh, gesagt gar haben, keinen Bock, gar keinen Bock, und dann sind wir und dann haben wir uns gepusht ja, genau. zu gehen. Aber an den Tag das hat dich erwartet, weil du um 19 Uhr erreicht mich zurückgerufen hast und dann gesagt hast, und du hast so richtig, ich weiß nicht, was für ein Persona du hast, wenn du mit diesen Trainingsleuten bist, ne? Ich einfach, aber du bist ich ein frecher Typ, bist du, vor den Trainingsleuten. Ja, du warst ein Hund, warst du. Auf jeden Fall schreit du, ja, ich gucke nicht nach Hause, bin hier. Und dann gehst du nach Hause und dann schläfst du ein und ich checke, das und ich schreibe in den ganzen Chat, weiß jemand, wo Pavo ist, wo hat er sein Spiel, wie lange dauert das, bis er nach Hause kommt, bla. Und dann schreibst du mir nach 2 Stunden, hey, bin aufgewacht. Und ich denke mir, holy fucking fuck. Wie gesagt, dafür entschuldige ich mich auch, dass und war das nicht ist gut der gehandelt. Grund, warum gestern der Podcast nicht geklappt hat. Die Woche wird heute jetzt schwierig, ja. bis Donnerstag, wo wir, also heute hört ihr es, Donnerstag, hoffentlich. An dem Donnerstag, wo es hochgeladen wird, bis zu diesem Donnerstag wird es schwierig aufzunehmen, weil Pavo arbeiten muss. Ja, das bedeutet, er kann nicht lange nachts draußen bleiben und das ist ja unsere normale Aufnahmezeit. Genau. Und dann waren wir heute unterwegs wegen anderen geschäftlichen Bedingungen und ich habe die Parkbahn gesehen und dachte mir, hey, wir sind noch gerade am Gehen, wir sind noch gerade auf der Reise, wir sind auf der Durchreise-Podcast des Jam. Das habe ich ja auch in der zweiten, also Episode 1 praktisch mal angesprochen, ne? Dass man auch im Alltag die kleinen Wege zu Reisen machen kann. Ja, machen wir das genau ist, was das. Was wir praktisch gerade gemacht haben. Ja, ich muss mich nochmal dafür entschuldigen, das war sehr schlecht gehandhabt von mir, gebe ich zu. Aber jede Form von Kommunikation, was den Podcast anbetrifft, muss ab jetzt einfach übers Telefonate passieren. Damit wir unsere Voices hören können. So genau, richtig, ja. Weil dann wird das gar nicht passieren. Ja, stimmt. Also es ist sehr viel schwerer, sich in einem Gespräch, finde ich, misszuverstehen, als durch als Nachrichten. Durch Nachrichten, klar. Außer man schreibt die Nachrichten ganz sachlich. Das ist dann, was wir machen müssen, wenn Guten Tag. Wir einander nicht Kamera. Erreichen können. Genau so machen wir das. Nur immer, wenn es um den Podcast geht, müssen wir so schreiben. Das ist eine gute Idee. Das ist eine super Idee. Ja, hammermäßige auf jeden Idee. Fall, wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir eine bessere Audioqualität. Und das liegt daran, dass wir die Wireless-Mikrofone, die wir hatten, geditcht haben, weil die ass waren und 30 Euro Amazon gekostet haben. Und dafür nehme ich jetzt ganz gediegen mit meinem Handy auf. Das geht zu Kosten davon, dass wir kein Video haben. Aber
für die Zukunft habe ich eine Lösung. Und zwar habe ich rumgekramt in meinen Sachen und ich habe ein iPad Air gefunden, ja, das wir dann theoretisch als Mikrofon benutzen können, während wir das iPhone benutzen als Kamera. Das bedeutet, das nächste Mal, wenn wir uns dann nächste Woche irgendwann oder am Wochenende oder in den Zug setzen, dann haben wir einen Plan erstmal. Das bedeutet, wir werden ab nächster Woche wieder Audio und Bild haben, aber für diese Woche können sich die Audio-Listener freuen, weil es gibt nur Audio-Listener. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass sie den Podcast tatsächlich lieber nur hören, weil sie Podcasts quasi einfach lieber hören als schauen. Und das verstehe ich halt auch irgendwo, ne? Über Spotify, ganz gediegen, ja. Macht man übers Handy, legt man neben sich, schläft man weg, nickt man ein, während man die Audio hört. Kenn ich. Ne? Mache ich selber auch mit unserem Podcast, ne? Damit wir einen Hörer mehr haben. Die neue Wohnung, ja? Ja. Will ich drauf zurückkommen? Es ist etwas wie eine Reise tatsächlich, eine eigene Wohnung zu kriegen, ja? Die Reise zur Selbstständigkeit, die Reise ins Erwachsenwerden, ist eine sehr... Was ein bisschen doof klingt, ich will eigentlich nicht erwachsen werden. Aber in die Reife quasi, ne? Ja, genau, ich will reifer werden, aber ohne Erwachsenen. Die Erfahrung, die Reise in die Reife, das ist crazy, kommt, flutscht wie Wasser, flutscht wie Seife, sag ich immer. Und basically... bin ich sehr stolz auf dich, dass du den Schritt wagst in die eigene Wohnung, weil der Fakt ist, viele, viele Leute drücken sich davor, ja. Die haben Angst vor diesem Schritt, die wagen es nicht. Und hab du? Ich auch. Ja, aber du machst den Schritt so oder so, weißt du? Gut, das ist doch was. Mir wurde der auch sehr erleichtert. Ja. Ich bin an die Wohnung gekommen über eine Freundin von meiner Mutter. Aber selbst ohne das wäre ich halt auf Wohnungssuche gegangen und hätte mir was organisiert. Es wäre mir wahrscheinlich nicht so eine geile Wohnung geworden und es hätte sehr viel länger gedauert. Aber ich bin froh und sehr dankbar, dass das jetzt so geklappt hat. Ich hoffe, der Umzug am Samstag wird ohne Probleme vonstatten gehen und dann, ja, wer weiß, vielleicht können wir auch mal eine Folge bei mir zu Hause machen. Ja, da haben wir schon gute Pläne, ne, Pavel? Ja. Aber die dürfen wir jetzt nicht spoilern. Nein, wir dürfen nicht spoilern. Das ist ja in der Zukunft von dem Podcast. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr gerne uns folgen. Auf allen Medien, auf allen sozialen Medien, auf allen sozialen Plattformen. Ihr hört uns jetzt auf Spotify, da könnt ihr einmal 5 Sterne geben und folgen, wenn ihr euch gut genug seid. Dann sind wir auf Instagram mit auf der Durchreise 89. Genauso geschrieben, alles klein. Wir haben ein tolles Insta, da posten wir Bilder, wenn neues whatever kommt. Neue Folge rauskommt. Dann sind wir auf Twitter, auch mit auf der Durchreise 89. Da posten wir immer, wenn eine neue Episode online geht. Und wir sind auf YouTube. Auf youtube.com/Shinjik. Und da schreibt man SHYNJK. Und da kommen immer die Folgen zusammen mit dem Video. Diese Woche nicht. Aber ihr könnt ja trotzdem schon mal abonnieren. In Vorfreude auf nächste Woches Episode. Jetzt eine wichtige Frage zum Thema Reise, eigene Wohnung. Werkbank oder Regal? Bisschen Kontext. Pavo ist ein sehr skurriler, eigener Mensch und er möchte sich in seine Wohnung entweder eine Werkbank stellen, wo er dann halt so werkeln kann, oder er möchte ein 3 Meter hohes Bücherregal haben, Bücherregal, das die ganze Wand abdeckt, weil ich habe viele Bücher und die möchte ich da reinstellen. Außerdem finde ich das auch ästhetisch schön. Aber es müsste dann wahrscheinlich custom angefertigt werden. Pavo spricht sehr, sehr voller Liebe über dieses Bücherregal. Ja, ich sehe das in seinen Augen, er sehnt sich danach, er möchte Tag und Nacht an diesem Bücherregal sein. Ich muss aber sagen, ich bin Team Werkbank, einfach wegen der Funktionalität. Ich finde, eine recreational Aktivität, wo etwas bei rumkommt, ja, sowas wie Nähen oder Häkeln oder Holzwerkeln oder was auch immer man macht, finde ich tatsächlich, ist sehr wichtig für einen Menschen. Malen, ja, also Musik machen, whatever. Der Werkbank. Genau, deswegen finde ich die Werkbank besser, weil da wirklich irgendwie, da kann man was mit machen. Ein Bücherregal ist sehr schön ästhetisch und hat auch, man kann die Bücher verstauen, aber du kannst Bücher auch ohne ein Bücherregal lesen, aber ohne eine Werkbank zu werkeln ist dann nochmal eine andere Herausforderung. Das stimmt. Zumal das Regal könnte man natürlich auch anders irgendwie ersetzen durch Bretter an den Wänden, auf die man die Bücher stellt und so. Also es gibt, ich möchte die Bücher ja schön da stehen haben, wo man sie sehen kann.
Aber es gibt andere Lösungen dafür als ein riesiges 3 Meter hohes und 1,50 Meter breites Bücherregal, was man custom anfertigen lassen auf jeden Fall. Muss. Wir müssen jetzt kurz leise sein, weil da laufen Gangster uns vorbei. Apropos Bücherregal oder Werkbank, ihr könnt jetzt nach unten swipen einmal und seht unter dieser Episode eine Umfrage, die wir geschaltet haben. Und zwar die Umfrage, ob Paavo in seine neue Wohnung ein Bücherregal oder eine Werkbank stellen soll. Und ihr habt die komplette Entscheidungsfreiheit. Natürlich, ich will mich auf jeden Fall genau danach richten. Paavo richtet sich 1:1 danach, was ihr entscheidet. Deswegen, wenn ihr wirklich etwas bezwecken wollt in dem Leben eines jungen Mannes, dann stimmt jetzt ab. Direkt darunter könnt ihr uns einmal 5 Sterne geben für diesen tollen Podcast. Und wir haben tatsächlich einige Umfragen schon geschalten. Und zwar genau 2. Und die Umfrage war immer dieselbe. Die wird diese Episode natürlich ein bisschen anders sein, aber die Umfrage war immer dieselbe. Und zwar, wohin sollen wir als nächstes reisen? Ja? Da konnte man halt einfach einen Begriff reinschreiben und das enden. Wir haben ein paar Vorschläge jetzt gehabt. Und zwar haben wir einmal Mönchengladbach als Idee. Was ein bisschen nah ist. Was ein bisschen nah ist tatsächlich, aber man hat ja die Hin- und die Rückfahrt. Das wäre dann für den Tag nur eine Episode, aber tatsächlich wären wir dann um 1 Uhr oder 2 Uhr wieder zu Hause, was den zeitlichen Vorteil hatte. Ja. Das könnte man das wäre ein kürzerer Arbeitstag machen, ja. Wenn wir eine ganze Woche lang keinen guten Termin für eine richtige Nachtsepisode finden, dass wir dann praktisch nach Mönchengladbach fahren und so eine kurze Episode aufnehmen, dass man halt um 2 Uhr im Bett ist und theoretisch am nächsten Tag um 9 Uhr wieder aufstehen kann. Für die Audio-Listener, wir haben gerade einen komischen Van vorbeifahren sehen, aber der sah übel swaggy aus. Ist ein VW-Bus. Wohnwagen in weiß, ziemlich alt. Und der klingt aber sehr böse. Also der Motor, der ist nicht stock, würde ich sagen. Interessant. Ja, auf jeden Fall. Wir haben weitere Vorschläge. Also Mönchengladbach machen wir. Er ist doch stock. Ist einfach nur alt. Wir haben auf jeden Fall ein paar Vorschläge gehabt. Mönchengladbach war eine davon. Machen wir, wenn wir einfach mal einen kürzeren Arbeitstag haben wollen. Genau. Ja? Wenn es mal kurz ausfallen soll, dann machen wir die schnelle Reise. Ist, glaube ich, eine halbe Stunde hin, habe ich schon zurück. Oder eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall deutlich kürzer als unsere anderen Reiseziele. Wir haben von einer anderen Person, Audio-Listener. Haben wir den Vorschlag Aachen bekommen? Haben wir das? Wir haben Aachen als Vorschlag bekommen. Interessant. Und Aachen bin ich sehr down, aber ja. Ich würde dann auch in Aachen sein wollen. Ja? Ich würde dann nicht nur hinfahren und dann zurückfahren, sondern ich würde gerne, dann würden wir auch in Aachen was machen wir wollen. Wir haben da ja einen Ort, wo wir bleiben können. Wir haben da ja Freunde, ne? Ja. Genau. Oder halt da auch ins Nox einfach wieder. Das wäre doch auch mal eine Episode. Gott. Für die Audio-Listener. Hier ist eine Backstory. Ganz schlecht. Für die Audio-Listener. Paavo und ich sind Studenten. Und an unserer ersten Woche letzten Oktober waren wir ein paar Nächte hintereinander am Feiern. Ne? In der ersten Woche, wie sie es gehört. Und wir waren in Aachen am ersten Tag unserer Feierfete. Das war ein Dienstag. Unseres Feiermarathons. Und an diesem Dienstag waren wir in Aachen und wir waren in einem Club namens Nox und haben Noistime, einem lokalen DJ. Lokal würde ich den nicht nennen, ist ein nationaler DJ. Dem haben wir dann zugehört, seinem Mixes. War auf jeden Fall toll. Shoutout Noistime, wenn du das hörst, Digga. Wenn ihr die Geschichte nicht verpassen wollt, dann speichert den Podcast und verpasst niemals wieder eine Episode. Jede Woche, Donnerstag. Um 17 Uhr. Genau. Wir waren im Nox, der Club heißt Nox. Und da gibt's so Chips, da gibt's so eine Chip-Funktion, wo du einfach pro Chip halt einen Drink kriegst. Kennt, denke ich, jeder von Schulfesten und so, da genau. Bezahlt man Geld und kauft Wertmarken von dem Geld, die den Wert des ausgegebenen Geldes haben. Und von diesen Marken, im Nox sind das Chips, so runde kleine neongelbe Chips, kauft man dann Getränke und Snacks. Genau, und nach unseres, um 4 Uhr morgens sind wir dann aus diesem Club entkommen. Final. Und als wir wieder in Düsseldorf angekommen waren, hat Paavo dann in seiner Hosentasche tatsächlich noch ein paar Chips gefunden. Zwei Stück. Das sind ja genau für dich und mich. Das ist ja toll. Genau, ein halber Drink. Das ist ja toll.
Und wir haben diese, er hat diese Chips gefunden und die müssen wir ja noch benutzen auf jeden Fall. Das bedeutet, dass Nox ruft quasi nach uns. Noistime, wenn du jemals wieder im Nox auftrittst, dann sind wir dann auch da. Shoutout an alle, die Noistime kennen. Noistime, was geht ab? Auf jeden Fall. Ja, Shoutout an Noistime, wirklich, Digga. Das ist ein Bro fürs Leben, Digga. Für. Ich weiß nicht. War nicht der größte Fan, aber ja. Nein, ich liebe Noistime. Er war sehr unterhaltsam, das auf jeden Fall. Hundertprozentig. Auf jeden Fall müssen wir deswegen nach Aachen und dann können wir die Aachen-Episode auch abdrehen. Und sonst, ja, wenn jemand aus Aachen zuhört, der ganz zufällig, ne, uns kennt und uns aufnehmen möchte, wir sind natürlich immer down für down to knauen halt. du weißt, wer du bist, ne? Ja, ich glaube, der Angesprochene weiß, ich glaube, der Angesprochene weiß, dass er gemeint ist, wenn er diesen Podcast jemals hört. Wenn nicht, er hat dann die ersten zwei Folgen gehört. Dann, wenn nicht, dann verlinkt ihm den Podcast jetzt alle. By the way, kleines Update zu der Flavio-Situation von letzter Folge. Wir haben Flavio noch nicht gefunden. Nein. Flavio hat den Podcast leider noch nicht gehört. Das ist natürlich sehr schade, aber wir sind sehr immer noch optimistisch. Hast du Instagram auf deinem Handy? Ja, aber ich habe noch nicht. Hast du nicht gefunden? Gesucht, ja. Da muss man YouTube gucken. Es gibt bestimmt nur einen Flavio auf YouTube. Wenn ihr einen Flavio kennt, dann schickt ihm das. Und vielleicht ist es das. Also schickt ihm nicht diese Folge, sondern die letzte Folge. Aber nochmal, wir sind Pavo und Shayan und wir haben mit dir ein imaginäres Spiel namens Minecraft gespielt. Und das hat nichts mit Minecraft zu tun gehabt, aber es war cool. Und Pavo und Shayan würden dich gerne wiedersehen. Ja. Wir vermissen dich. Das kann ich sehen. Genau, aber Aachen hatten wir, Mönchengladbach, Bielefeld. Ist ja geplant gewesen für gestern, ist leider ausgefallen, aber holen wir nächste Woche nach. Fahren wir nach Bielefeld. Ja, das Problem ist, dass die Fahrpläne sich eigentlich nicht ändern. Das heißt, die Bahn fahren immer. Wir müssen ja nicht Sonntag fahren. Ja, das Ding ist, zumindest bei den S-Bahnen sind die Fahrpläne unabhängig vom Tag. Aber es geht ja um die REs. Wir fahren ja nicht mit S-Bahn nach Bielefeld. Wir können da gucken wegen den REs, aber ich glaube nicht. Weil, ich meine, guck mal, du hast an den Bahnhöfen ja immer diese Abfahrts- und Ankunftstafeln, die analogen. Das sind so Plakate. Das ist für einen Tag. Der ändert sich aber nie. Das heißt, es ist jeden Tag der gleiche Fahrplan. Das könnte ein Problem sein. Vielleicht ist es auf der Strecke nicht so. Wir gucken nach. Sonst finden wir bestimmt auch eine alternative Route, die ein bisschen länger ist, wo wir umsteigen müssen. Ja. Oder so. Da können wir vielleicht auch vier Folgen abdrehen. So genau. Zwei auf dem Hin- und zwei auf dem Rückweg. Vielleicht. Ist doch schön. Können wir direkt Kassel auf dem Weg mitnehmen. Oh, baby. Genau. Was auch noch auf unserer Map ist, ist... Konstanz? Konstanz, ja, aber das ist sehr weit weg. Nein, Konstanz ist am Bodensee. Wohin wollten wir? Koblenz. Wir wollten nach Koblenz, das ist auch noch auf der Liste. Oh, Jungs, ihr wisst gar nicht. Sobald das Deutschlandticket läuft, im April oder Mai, es wird verrückt werden. Weißt du, mittlerweile, bis dahin werden wir reich auch wegen dem Podcast. Und dann können wir halt überall, wo wir sind, auch nochmal einen Vlog aufnehmen. Ne? Mhm. Für YouTube als YouTube-Exklusiv. Weil ich möchte wirklich anfangen, YouTube-Exklusiv-Sachen zu machen. Weil ich finde, das ist gut für Wachstum. Wachstum. Aber auf jeden Fall. Wachstum. Genau, auf jeden Fall. Koblenz, Bochum, Aachen, Bielefeld. Und das waren, glaube ich, alle Vorschläge erstmal. Ich bin auf jeden Fall down für weitere Vorschläge. Weitere Vorschläge könnt ihr diese Woche nicht da... Doch, könnt ihr. Ihr könnt weitere Vorschläge diese Woche auch da lassen. Also bitte lasst weitere Vorschläge da. Direkt unter den 5 Sternen, unter ob Pavo Bücherregal oder Werkbank haben soll. Darunter befindet sich noch eine Umfrage. Und da könnt ihr Vorschläge reintippen. Mit eurem Handy, mit eurer Handy-Tastatur darüber, wo wir als nächstes hin sollen, wohin wir auf der Durchreise sein möchten. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei vielen Leuten bedanken, die sehr positives Feedback über den Podcast verloren haben. Ja, an jeden, der, wenn wir eine neue Folge hochladen, schreibt Banger. Shoutout an Markus. Er heißt Max, aber es ist close enough. Ah, Max, wenn du das hörst. Ganz große Shoutout an dich. Jedes Mal, wenn ich einen Kommentar von dir sehe, dann erleuchtet mein Tag. Erhellt mein Tag. Nein, das ist nicht. Dann werde ich glücklich. Danke. Danke für jeden, der Banger schreibt. Danke für die Kommentare, die sagen Goreim. Danke für die Kommentare. Die sind sehr appreciated. Für alle, die es noch nicht wissen, Pavo und ich haben zusammen mit einem guten Kollegen von uns namens Ben haben eine neue Band aufgemacht. Unsere Band heißt. Soll ich das jetzt sagen? 3, 2, 1. Nein. Das müssen wir nochmal probieren. 3, 2, 1. Cooper Libre. Korrekt. Cooper Libre. Nochmal.
3. Unsere Band. Du sagst das erste Wort, okay. Ich sag das zweite Wort. Nein, du musst es gleich sagen. Unsere. Okay. Wir haben die neue Band aufgemacht, auf jeden Fall. Und unsere Band heißt. Warte. Und unsere Band heißt. Cooper Libre. Wir sind noch sehr am Anfang. Wir sind noch in unserer musikalischen Reise. Wir sind noch sehr am Anfang unserer musikalischen Reise. Danke. Wir haben genau wiederholt, was du gesagt hast. Aber, als kleines Sneak Peek auf das, was euch erwarten könnte, seht ihr auf unserem YouTube ein Cover, das wir gemacht haben. Ein Found-Footage-Video. Ein Found-Footage-Video von dem weltberühmten Lied der Beatles, Let It Be. Das haben wir wirklich toll gemacht. Schaut gerne bei YouTube vorbei. Selber Kanal, Shinjik. Das ist S-H-Y-N-J-K. Oh, N-J-K. S-H-Y-N-J-K, genau. Schaut da gerne vorbei für die Video, also für die Videoversion unseres Podcasts und für unsere Songs von Cooper Libre. Kann man dieses Banger-Banner vom Podcast eigentlich auch auf Spotify sehen? Ja. Ah, okay. Da hat Cheyenne sehr viel Arbeit reingesteckt und das ist sehr schön geworden. Da habe ich, bevor wir den Podcast rausgebracht haben, habe ich da ein paar Stunden dran gesessen. Ich finde, das ist sehr schön geworden. Ihr könnt ja gerne beurteilen, ob es schön geworden ist. Ihr seht das Cover jetzt gerade auf eurem Handy. Ich hoffe, ihr mögt es. Genau, aber ich denke, damit sind wir am Ende unserer Reise für heute angekommen. Wir müssen uns jetzt auf den Heimweg machen, wie immer. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Und denkt an die Umfragen. Und viel wichtiger, denkt an die 5 Sterne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr findet uns überall. Shinjik auf YouTube. Und wir haben es jetzt ein paar Mal buchstabiert. Und auf der Durchreise 89 auf Twitter und Insta. Folgt dem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Ab nächster Woche dann Richtung Bielefeld und mit Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und Wiedersehen von mir und Pavo. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.